Das Fazit des Tages ist, wenn ihr nicht vom Baum erschlagen werden wollt, dann fährt lieber mit Boot die Routen kontrollieren. Und was ich damit genau meine und wie wir jetzt im Herbst versuchen, einen Fisch zu fangen, das seht ihr heute im Video. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Wir sind jetzt heute wieder hier am Vereinssee und wir fischen diesmal wieder mal mit Leber. Das haben wir eigentlich ganzes Jahr fast gar nicht gemacht. Dazu haben wir auch noch ein paar Würmer und die legen wir jetzt aus. Im Herbst hier am See haben wir eigentlich kaum mit Leber gefischt bis jetzt. Und weil das im Frühjahr immer so gut funktioniert, haben wir gesagt, versuchen wir es mal im Herbst. Und dazu, weil das Wasser noch relativ warm ist und wir unabsichtlich zwei Packungen Leber gekauft haben, weil wir uns nicht abgeredet haben, haben wir uns entschlossen, noch mehr dazu zu füttern und schauen, ob das vielleicht noch einen Fisch mehr bringt oder ob man da jetzt irgendwann, wir werden das jetzt öfters versuchen, ob man daraus irgendeinen Schluss ziehen kann, dass es vielleicht einen Vorteil hat, im Gegensatz zu dem, dass man immer nur einen Köder reinwirft und dann wartet, bis eigentlich ein Fisch sozusagen vorbeikommt. Die erste Montage haben wir jetzt mal angeködert, heute ein bisschen anders, wie ihr das normal kennt. Normal fischen wir mit zwei Einzelhaken. Heute testen wir das mal so und mit dem Würmer und oben die Leber aufgefällt. Das machen wir normal ganz selten. Also ich zumindest habe das, glaube ich, schon jahrelang nicht mehr gemacht, aber man merkt schon, dass es ein bisschen besser hält. Schauen wir mal, wie sich das im Wasser verhält dann und auch beim Anschlag, ob man die dann so einfach durchschlägt oder ob das jetzt dann irgendwie ein Problem darstellt, dass die Haken komplett verdeckt sind von der Leber. Also kurz zum Gerät, wir haben hier ganz normale Routen wieder mit den Freilaufrollen, weil das einfach viel vereinfacht. Und zu den Montagen, wir haben hier ganz normale Schwimmermontagen, wie ihr es wahrscheinlich auch vom Hechtangeln kennt oder vom Zahnangeln mit toten Köderfisch, nur eben etwas stärker. Und das ist einfach während der Woche hier perfekt, da braucht man kein Boot, da braucht man nicht abspannen, das kann man einfach rauswerfen, hat kaum Zeugen mit und dann, wenn man nach Hause gehen will, kurbelt man es ein und fährt nach Hause. Das ist eigentlich der größte Vorteil von der ganzen Angelei hier, wie wir sie so betreiben. Unseren Versuch vorgestern mussten wir sehr spontan abbrechen. Also wir haben eine gute halbe Stunde geangelt. Da ist ein Sturm aufgezogen und für das hatten wir weder die Kleidung mit, noch einen Sturzhelm, weil da sind so viele Eichen von den Bäumen runtergeflogen, da konnte man fast nicht mehr sitzen. Also ständig ist einem was draufgefallen und auch so, es waren Unmengen Laub dann im Wasser und das hat einfach gar keinen Sinn mehr gemacht mit diesen Schwimmen. Das war nicht angesagt, so ist halt manchmal. Wir haben dann noch eine Stunde weiter fischen versucht und das ständig nur ausgeworfen. Das hat ich einfach überhaupt keinen Sinn gemacht. Und ja, jetzt haben wir uns dafür entschlossen, zwei Tage später das Ganze nochmal zu versuchen. Heute mit mehr Kleidung auf der Seite, wo keine Eichen stehen, damit uns nichts drauf fällt. Und mit anderen Ködern und auf das will ich raus. Also, ich habe oft beim Fischen so eine kleine Kühltasche, die ja, ist groß genug, dass man für einen Tag die Köder reinbringt, einige Wurmboxen, Mistwürmer, Tauwürmer und in einer Box sind auch Blutegel drin. Das funktioniert relativ gut, wenn man einfach so alte Wurmbox nimmt, Wasser reintut und dann 10 Blutegel oder von mir aus auch 15, im Sommer dann noch einen Kühlakku dazu und dann kommt man eigentlich locker durch. Und wir werden jetzt fischen, eine Kombination. Die Blutegel sind übrigens wieder ausgeronnen, ist jetzt alles nass da drinnen, das ist der einzige Nachteil aus diesen Styroporboxen. Aber wir werden das jetzt so machen, eine Route mit Würmern, also da haue ich jetzt eine Packung Mistwürmer drauf, damit das Ganze ein Volumen bekommt.
die schon nicht ganz so fit, aber tun doch noch was, dass das Ganze ein Volumen bekommt und dann zusätzlich noch mehrere Blutegel. Und bei Blutegel sind wir drauf gekommen, da gibt es verschiedene Arten, und da gibt es eben auch welche, die die Würmer nicht fressen oder die sich auch nirgends an der Montage festhalten, die sich ganze Nacht viel mehr bewegen. Also da muss man echt aufpassen. Das werden wir aber in einem extra Video noch irgendwann einmal behandeln. Das Ganze ist jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis für sich. Die sind so rutschig, da muss man aufpassen, dass sie nicht beißen, dass man nicht abrutscht, sich in die Hand sticht. Ich ködere die mittlerweile auf eine Sicherheitsnadel auf. Dann erspare ich mir diese komischen Drahtschlingen, die ich am Anfang verwendet habe. Ja. Im Prinzip kommt es genau das Gleiche drauf. Ich stelle das jetzt mal weg und hänge das einfach genau so wie am Anfang hier unten ein und nur, dass ich es jetzt schnell runter bekomme. Ich gebe jetzt noch ein paar Würmer drauf, dass das größer wird und dann werden wir das auch schon auslegen. So, das ist jetzt die zweite Route, die haben wir jetzt nur mit Würmern bestückt, überwiegend Mistwürmer, wie man vielleicht sieht von der Distanz, aber auch mit ein paar Tauwürmern aufgefüllt, sodass es vom Volumen einfach ein bisschen größeren Köder darstellt. Nachdem wir gestern ausgelegt haben, ja, wie das jetzt ist, wenn man mit Würmer fischt, dann läutet mal die Rote. Und jetzt hatten wir die Wahl, entweder fahren wir im Boot rüber oder ich gehe zu Fuß auf die andere Seite und kontrolliere das. Also kontrollieren ist ganz wichtig, wenn man sich dann nicht sicher ist, dann schaue ich lieber fünfmal nach, bevor ich ganze Nacht ohne Köder fische. Und jetzt ist das Problem, wenn man mit dem Boot drüber fährt, das ist extrem flach, wo wir gefischt haben, 60, 70 cm, da vertreibt man einfach alles. Und das merkt man einfach, wenn man da drüber fährt mit dem Boot, sind alle Lauben weg, die an der Oberfläche sind und man sieht die Karpfen wegschwimmen und so weiter und das wollten wir nicht machen. Und ich habe mich dann entschieden, ich gehe auf die andere Seite rüber, da muss man dann ein ordentliches Stück im Wald gehen, also war pro Strecke 1 Kilometer. Ich habe auf Google Maps nachgeschaut, bevor ich gegangen bin, und da ist man dann ein paar Minuten unterwegs. Und plötzlich stehe ich mitten im Wald, das ist ja nicht einmal Weg, das ist so durchgetreten, wo halt die Angler gehen und die Leute mit dem Hund und so, aber das ist kein Weg, man sieht dort 5 Meter. Auf einmal höre ich einen Baum brechen, ich kenne das Geräusch ziemlich gut, und auf einmal höre ich den Baum brechen und ich wusste nicht einmal, in welche Richtung der Fall, und ich habe den auch nicht gesehen, und dann ist ein paar Meter vor mir ein Baum runtergekommen, obwohl kein Wind gegangen ist, es hat nicht geregnet, gar nichts. Hat ihn ein Biber vorher angefressen, ich weiß es nicht, oder weitergefressen, und das war schon dann ein Moment, wo ich mich wieder gefragt habe, was machen wir eigentlich, und da ist mir dann auf ein gewisses Stresslevel und war danach auch ziemlich durcheinander, habe dann die Routen kontrolliert, die haben eigentlich gut ausgeschaut, da hat nicht viel gefehlt, bin nochmal rübergegangen. Ja, der Lukas hat mich dann schon angerufen unterwegs, was jetzt los war, weil er diesen Baum fallen gesehen hat, ob ich eh noch lebe, weil das eben genau gegenüber von den Routen war.
Ja, das war dann auch das einzige Mal, dass wir das zu Fuß gemacht haben. Nachher haben wir es dann doch mit dem Boot kontrolliert. Und das ist eigentlich ja ganz wichtig. Und für mich hat das, wenn ich es vom Boot kontrollieren kann, weil ich am anderen Ufer anbinde und ich kann dort hingehen. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich extrem leise dabei bin, wenn man zu zweit ist. Ja, einmal kurz läuten, der macht dann den Bügel auf, man holt es raus, kontrolliert es und spannt es wieder raus. Und das funktioniert super, man vertreibt weit weniger Fische, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn ich mit dem Boot drüber fahre. Und die Nacht ist jetzt vorbei, wie man sieht, wieder mal ohne Fisch, also relativ erfolglos, auch keine besonderen Vorkommnisse. Wir waren jetzt heuer, glaube ich, nicht besonders oft am See, aber bestimmt auch 5-6 Mal. Und alles in allem muss man sagen, dass das Jahr heuer ziemlich schlecht war. Also kurz zu den Bedingungen, wir haben jetzt Mitte, Ende Oktober. Das Wasser hat sicher noch 12, 13 Grad, das ist heuer extrem warm noch für diese Jahreszeit. Das Wasser ist relativ klar, also man sieht weit runter. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht von Vorteil. Und normal war das immer die beste Zeit hier am See. Wir haben die oft im Herbst in einer Nacht 2, 3 Fische gefangen oder zumindest 2, 3 Bisse gehabt. Und heuer ist das gar nicht so. Also heuer, nochmal zusammengefasst, das ganze Jahr war eigentlich relativ schlecht. Wir haben im Frühjahr beim Lebe- und Garnelenfischen 5, 6 kleine gefangen. Dann haben wir hier unsere Schonzeit und ab da war es eigentlich komplett vorbei. Dann geht es erst wieder im Juli los und seitdem ist im ganzen Verein, ganzen Sommer und Herbst ein Fisch gefangen worden, gleich am Anfang. Und das war es jetzt auch. Und mehr hat da auch nicht gebissen, auch keine kleinen. Also ich sage jetzt mal, werten würde ich das ab 80 cm und ab 80 cm wurde kein Fisch mehr gefangen. So kleine mit 30 cm, ja, mal beim Zandangeln oder so, aber was Größeres wurde einfach nicht gefangen. Und das passt auch ziemlich gut zu dem, was auf den anderen Gewässern passiert, egal ob jetzt in Italien oder an den kleinen Flüssen, wo wir angeln. Es war eigentlich ganzes Jahr relativ schlecht und wir hatten im Jahr vielleicht 2-3 Wochen, wo es dann wirklich konstant geregnet hat, das Wasser etwas eingetrübt war, wo wir Fische gefangen haben. Also da waren wir 2 Mal und haben 2 gefangen oder auf einem anderen Gewässer 5 Mal und haben 5 gefangen und sonst war das ganze Sommer eigentlich relativ zäh. Also im Frühjahr lief es noch relativ gut, da hatten wir oft am Wochenende zu zweit 5-6 Fische. Und das hast du jetzt eigentlich gar nicht mehr und das ist jetzt eigentlich immer schlecht und ich schätze, das war jetzt auch für uns hier und werden dann nächstes Jahr hoffen, dass es besser wird. Wir haben jetzt schon zusammengepackt, das Zeug ist fast schon alles im Auto. Ich denke, das war es auch schon ziemlich mit der Saison heuer in der Heimat. Ja, mal schauen, wie das Ganze noch weitergeht, aber auch kommen sicher nicht mehr raus und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hoffe auch, dass wir uns im nächsten Video dann wiedersehen.